Tag zusammen. Als dritte Rechenoperation wollen wir uns nun noch mit der Rotation beschäftigen. Das heißt also der Anwendung unseres Nabla-Operators, den wir definiert hatten als dx, dy und dz, also jeweils die partiellen Ableitungen in x, y und z-Richtung, wieder angewendet auf ein Vektorfeld, aber diesmal verknüpft mit über das Vektorprodukt. Das heißt, wir haben jetzt unser Vektorfeld f, das soll abhängen von x, y und z, indem wir das definieren, dass wir also eine x-Komponente haben, die von x, y und z abhängt. Wir haben eine y-Komponente, die auch von x, y und z abhängen kann und dann noch eine z-Komponente, die von x, y und z abhängt. Und was wir nun machen ist, bei der Rotation, wir nehmen also jetzt diesen Nabla-Operator und führen also das Kreuzprodukt aus auf dieses Vektorfeld. Das heißt also auch da wieder mathematisch erstmal ganz streng. Wir haben also zwei Vektoren, jeweils mit drei Komponenten. Und diese verknüpfen wir über das Vektorprodukt. Das heißt also, wir haben jetzt hier einen Nabla-Operator, Kreuz und dann die x, y, z-Komponente unseres Vektorfeldes f. Ja, und was passiert nun, wenn wir das jetzt also ausführen? Das Ergebnis ist in dem Fall natürlich ein Vektor. Das ist ja anders als bei der Divergenz. Da haben wir das Skalarprodukt. Das heißt, da entsteht ein Skalar, eine Zahl. Bei der Rotation entsteht ein Vektor. Und dieser Vektor steht senkrecht auf diesen beiden. Das ist ja die mathematische Bedeutung. Na ja, gut, was passiert jetzt also, wenn wir uns diese Rechenoperation einmal ansehen? Beim Kreuzprodukt, also in der x-Komponente, steht ja dann die partielle Ableitung nach y der z-Komponente minus die partielle Ableitung nach z der y-Komponente. Das ist ja im Prinzip gerade diese Betrachtung hier unten. Entsprechendes gilt natürlich dann für die y- und die z-Komponente. Wir haben hier dann stehen die partielle Ableitung nach z der x-Komponente minus der partiellen Ableitung nach x der z-Komponente und wir haben dann in der z-Komponente stehen dx der y-Komponente minus partielle Ableitung nach y der x-Komponente in dieser Form. Ja, und das wollen wir jetzt nochmal anwenden auf unsere beiden Vektorfelder, die wir definiert hatten. Fangen wir an mit dem Vektorfeld f, was wir uns definiert hatten in dieser Form y0, 0. Und wollen nun die Rotation von diesem Vektorfeld berechnen. Also wir haben jetzt hier Nabla Kreuz f. Schauen wir das also auf. Da haben wir also dann dx, dy, dz Kreuz. Dann haben wir hier y, 0, 0. Und wollen jetzt uns angucken, was entsteht dort für ein Vektorfeld oder welcher Vektor entsteht daraus. Das heißt also in der x-Komponente, gucken wir uns das hier an, was brauchen wir, da haben wir die partielle Ableitung von y, der z-Komponente, das ist 0, minus und dann das Kreuzprodukt, das ist also dz mal 0, das bleibt also eine 0. Entsprechend bei der y-Komponente, was machen wir da? Y-Komponente ist ja dz nach y, das ist 0, weil y für die partielle Ableitung nach z eine Konstante ist. Das heißt, hier steht auch eine 0, weil wir dann auf der Gegenseite dx nach 0 bleibt halt 0. Naja, und dann der letzte Schritt für die z-Komponente unseres Vektors, das müssen wir da machen, das heißt hier unten, das ist also partielle Ableitung von x nach y, das ist 0, minus, nein, jetzt kommt die y-Ableiten der x-Komponente unseres Vektorfeldes und diese Operation hier, da entsteht jetzt nicht eine 0, sondern eine minus 1, weil wir hier stehen haben, minus dy von y. Naja, das ist gerade 0, 0. Und dann haben wir hier stehen minus 1. Das heißt, es entsteht ein Vektor in die negative z-Ebene. Dann werden wir uns nochmal vor Augen führen, was bedeutet das. Ich sah also unser Vektorfeld f aus. Wir hatten ja hier die x- und die y-Richtung und haben jetzt hier also diese Vektoren, die mit größer werdendem Abstand von der x-Achse immer länger werden. So ist ja
die Idee gewesen. Wir brauchen jetzt immer nur die obere Hälfte. Und wenn wir uns jetzt überlegen, wir haben jetzt hier einen Würfel, den wir jetzt hier reinsetzen, der vollführt eine Rotation, und zwar im Uhrzeigersinn. In diese Richtung, dadurch, dass die Oberkante immer eine größere Strömungsgeschwindigkeit spürt jetzt in dem Fall als die untere Kante. Das heißt, wir haben eine Rotation. Und diese Rotation, wenn wir uns jetzt angucken mit der rechten Handregel, zeigt also die Rotation oder der Daumen der rechten Handregel, wenn man also mit den Fingern der rechten Hand diese Rotation der Rotationsrichtung folgt, also im Uhrzeigersinn, zeigt der Daumen nach unten, also in die Ebene, in die Bildschirmebene rein. Das heißt also, das ist genau dieser Vektor hier mit minus 1, der in die negative Z-Ebene zeigt. Das heißt, dieser Vektor gibt die Rotationsachse an, die jetzt in die Bildschirmebene hinein zeigt. Das heißt, wir haben hier eine Rotation, unser Körper, unser Klötzchen fängt an, sich zu drehen. Das gleiche können wir nun auch für das zweite Vektorfeld, was wir definiert hatten, uns einmal ansehen und auch dort die Rotation berechnen. Wenn wir uns das einmal ansehen, wir hatten ja definiert, dass dieses Vektorfeld G hat die Komponenten x, y und 0. X, y und 0. Und auch dort wollen wir wissen, wie sieht es da mit der Rotation aus. Also auch da wollen wir jetzt nun den Nappel-Operator Kreuzprodukt G. Das ist dann wieder die partielle Ableitung, x, y, z, Kreuz, x, y und 0. Na, wenn wir das jetzt ausführen, diese Rechenoperationen, was passiert? Also wieder Rechenvorschrift Kreuzprodukt, ganz streng nach der Definition. Also wir haben hier dy, z minus dzy, das ist 0 minus 0. Wir haben dann in der y-Komponente dzx minus dx 0, das ist auch 0 minus 0. Und schließlich in der z-Komponente unseres Ergebnisvektors, das ist dxy minus dyx, auch das ist 0 minus 0. Das heißt, wir kriegen den Nullvektor raus. Also in diesem Fall, bei diesem speziellen Vektorfeld, haben wir also keine Rotation. Das heißt, wenn man dort jetzt so einen Klotz in dieses Feld reinlegen würde, der würde nicht beginnen, sich zu drehen. Der wird sich zwar bewegen, aber er vollzieht keine Rotation. Deswegen nennt man dieses Feld dann auch wirbelfrei. Dazu gibt es also dann keine Rotation. Nein, dann zum Abschluss noch auch wieder eine Definition der Schreibweise. Wir haben hier die Rotation ja definiert als Nappla Kreuz F. Und man findet dann häufig auch die Darstellung einfach Rotation F. Das ist also das Analoge zu Nappler Kreuz F, einfach eine andere Art der Darstellung, analog zur Divergenz und zum Gradienten.